Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Lerneinheit Flächenmonitoring. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns intensiv im Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden. Mein Name ist Gotthard Meinl und ich leite den Forschungsbereich Monitoring der Siedlungs- und Freiraumentwicklung. Worum geht es beim Thema Flächenmonitoring? Die Flächennutzung, die Optimierung der Flächennutzungsstruktur und der Ausgleich von Flächenkonkurrenzen. Das ist das Kerngeschäft der Stadt- und Raumplanung. Denn für eine nachhaltige Entwicklung brauchen wir kompakte und gut durchgrünte Städte, eine Begrenzung des Verlustes natürlicher Böden und die Vermeidung von Zersiedlung und Zerschneidung. Doch wie wird die Fläche derzeit genutzt und wie hat sich die Flächennutzung und deren Struktur verändert? Diese Fragen können durch das Flächenmonitoring beantwortet werden. Dafür aber benötigen wir Daten, Verarbeitungsmethoden und eine verständliche Ergebnisdarstellung. Genau dieses wollen wir Ihnen in praktischen Beispielen und Übungen nahebringen. Die Anwendungsfelder des Flächenmonitorings sind vielfältig. So werden die Ergebnisse des Flächenmonitorings genutzt in der Stadt- und Regionalplanung, zum Beispiel für die Bewertung der Grünflächenausstattung für die Klimaanpassung. Oder in der Energieforschung kann mit Gebäude- und Flächennutzungsdaten der Heizenergieverbrauch großflächig abgeschätzt werden. Flächenmonitoring benötigt natürlich Eingangsdaten. Diese sollten eine hohe räumliche Auflösung haben, wiederholt erhoben werden, die verschiedenen Flächennutzungsarten abgrenzen und thematisch sehr genau beschreiben. Zum Beispiel, dieses ist eine Wohnfläche mit Zeilenbebauung. Außerdem müssen die Eingangsdaten flächendeckend vorliegen und so homogen wie möglich sein. Wir werden Ihnen in Vorlesungen und Übungen Methoden des Flächenmonitorings jeweils an praktischen Beispielen vorstellen. Dabei werden wir von einer Zielstellung ausgehen, uns geeignete Daten, wenn möglich frei verfügbare, für die Problemlösung suchen, diese aufbereiten, kombinieren, auch mit statistischen Daten und zusammen analysieren. Am Ende der Verarbeitungskette steht die Visualisierung der Ergebnisse, um diese für jeden leicht verständlich zu machen. In einem Beispiel werden wir uns mit der Berechnung der Siedlungsdichte und deren Veränderung beschäftigen. Dazu müssen wir die Siedlungsfläche mit der Bevölkerungszahl verschneiden, verschiedene Siedlungstypen klassifizieren und eine Zeitreihe erstellen. In einem anderen Beispiel werden wir uns mit der Ableitung der Bodenversiedlung aus Fernerkundungsdaten beschäftigen. Hier lernen wir die Verarbeitung von Rasterdaten, die statistische Aufbereitung dieser Daten, um mittlere Bodenversiedlungswerte für verschiedene Flächennutzungsarten, aber auch für Bundesländer, Kreise und Gemeinden zu berechnen und diese dann in Kartenform zu visualisieren. Schließlich werden Sie die Nutzung von Geodiensten aus unserem Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung, kurz IA-Monitor, erlernen. Sie können die Daten in eigenen GIS-Projekten verwenden zur Lösung von Fragestellungen zur Flächennutzung. Auf geht's! Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.